Wieder zurück zu Let's Play Harry Potter und der Stein der Weisen. Und in der letzten Folge haben wir zum Schluss dieses Objekt hier gefunden. Einem sonst leeren Raum. Also der Architekt des Schlosses muss wirklich, wow. Krass. Gut, wir gehen mal zum Spiegel. Da sehen wir schon mal unser Spiegelbild. Im Spiegel Nerhegib konnte Harry seine Eltern, James und Lily Potter, sehen. Harry starrte sie sehnsüchtig an, fast so, als hoffe er, durch das Glas zu ihnen zu gelangen. Er erstarrte, als er plötzlich ein Geräusch hinter sich hörte. Harry drehte sich langsam um. Wie hunderte Menschen vor dir hast du die Freuden des Spiegels Nerhegib entdeckt, sagte Professor Dumbledore. Er erklärte Harry, dass man in diesem Spiegel nichts anderes als seine tiefsten und verzweifelsten Herzenswünsche sehe. Und auch, dass man aus ihm weder Wissen erlangen, noch die Wahrheit in ihm erkennen könne. Der Spiegel Nerhegib kommt bald an einen neuen Platz, erklärte Dumbledore. Dann fügte er hinzu, dass Harry nun gewappnet sei, falls er noch einmal auf den Spiegel stoßen würde. Gewappnet? Aber wofür denn? Dachte Harry. Diese dreckigen kleinen Ferkelchen sind uns entwischt, Mrs. Norris. Ich habe die einzige Tür nach draußen versperrt, meine Nerven zuliebe. Warte hier und bewache die Bibliothek, meine Süße. Okay, das war das. Fall kamen wir gerade eben aus diesem. Ja, okay, dann ist ja alles klar. Gut, ja, das ist ja auch mehr als offensichtlich hier mit dem Ding da. Gut, in die Bücherei kommen wir nicht mehr. Gut, dann mal schauen. Ein bisschen weiter weg. Ein Spiegel. Oh, ein Geheimnis mit einer Kiste hatten wir schon lange nicht mehr. So. Wir haben ja genug Bohnen, falls die Bohnenwaffe tatsächlich mal wieder kommt. Ja, die Kante, süß. Okay, wir müssen jetzt hier lang. Wo ist Filch dann lang gegangen? Das ist ja auch egal. Wir klettern mal hier hoch. Das mit der Kamera ist manchmal so ein bisschen fort- und vorteilhaft, aber passt schon. Man kommt jetzt nur noch durch dieses Tor nach draußen und es macht einen ohrenbetäubenden Lärm. Du bewachst die eine Seite des Raumes und ich werde diese Seite hier bewachen. Wir schnappen sie uns, Mrs. Norris. Eindringling! Man hat ja auch sonst nichts zu tun, ne? Oh!
Wow. Ja gut, scheiß auf die Bohne da. Wow. Ach du Scheiße. Okay, da müssen wir jetzt... Ich weiß ja nicht, wie geht er denn seine Runden? Wie sollen wir das denn machen? Oh Gott. Okay, wir werden wieder unsichtbar. Oder? Mit der kleinen Lampe ist ja auch süß immer. Mrs. Norris ist da hinten. Dann ist der Raum, passt sich eigentlich noch besser jetzt an hier. Hoffe ich einfach mal. Ich hoffe, dass ich nicht zu überheblich jetzt hier werde. Okay, das waren die ersten beiden. Verschwinde, Katze. Ich habe keine Leckerlis für dich. Schnauze. Hier hinter der Säulen zu verstecken, das ist eine gute Idee. So. Und Nummer 4. Die Katze faucht. Das ist kein gutes Zeichen, wenn die Katze faucht. So, und the last one. Komm heraus, komm heraus. Ja, ihr haltet euch ja auch für ganz schlau, ne? Ja, ich weiß. Boah. Dafür werde ich dich verbannen. Boah, Beefs. Jetzt ist nur noch Mrs. Norris da. Pass auf, dann machen wir mal Folgendes. Das kann ich von... Ah, ich glaube, das müssen wir von hier machen. So, ich hoffe, wir laufen dir jetzt nicht in die Arme. Und tschüss. Die Bohnenmafia. Oh.
jetzt geht's ins Lager der Bohnenmafia. Glaube ich. Hi, Jungs. Hey, Harry. Hast du die 25 Bohnen für uns? Ach, nö. Geschafft. Jetzt haben wir genug Bohnen. Danke, Harry. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Hier, nimm diese Bildkarte. Du hast sie dir verdient. Danke, Harry. Die haben wir wirklich dringend gebraucht. Und vergiss nicht, du weißt nichts über unser Vorhaben. Es ist unser Geheimnis, okay? Na komm schon, Fred. Wir haben noch eine Menge zu tun. Wundern die sich gar nicht, dass Harry, mit dabei ist auf einmal? Wo der herkommt? Na gut. Fragen über Fragen. Wir gucken mal ganz eben mal kurz in unser Folio. Ja, wisst, wir haben nicht alle. Wir haben nicht alle. Ja, wir haben auch hier wieder welche vergessen. Das ist schade. So, wen haben wir denn hier? Rowena Ravenclaw, Mittelalter, Daten unbekannt, Mitgründer von Hogwarts. Nach ihr wurde eines der vier Häuser benannt. Das ist richtig. Aber wir können nicht, wir können uns nicht die Bohnen holen. Och, Mann, oh. Na gut, dann fahren wir dann nach oben. Was auch immer das sollte, dass wir jetzt runtergefahren sind. Nur um unsere tägliche Ration runter zu holen, hört sich falsch an. Abzugeben. So. So, da ist die Bibliothek. Da können wir aber nicht mehr rein. Ich bin auch ganz froh, dass wir jetzt da draußen sind. Hat ja auch nur knapp 4 Folgen gedauert. So. Gehen wir denn jetzt hin? Na, das hat sich ja gelohnt, dafür jetzt noch eine extra Szene zu machen. Hermine, Ron und Harry lüfteten das Geheimnis des Steins der Weisen. Mit diesem Stein kann man das Elixier des Lebens herstellen. Ein Zaubertrank, der einen unsterblich macht. Kein Wunder, dass jemand hinter dem Stein her ist. Jeder würde ihn gern besitzen, sagte Harry. Hermine meinte, dass in dem Päckchen, das Hagrid bei Gringotts abgeholt habe, wahrscheinlich der Stein der Weisen gewesen wäre. Sie sagte, nun befände sich der Stein der Weisen vermutlich im verbotenen Korridor und werde von dem knurrenden Ungeheuer bewacht. Snape benimmt sich irgendwie verdächtig. Vielleicht hat er vor, den Stein der Weisen zu stehlen. Aber Snape würde nie etwas unternehmen, solange Dumbledore in der Nähe ist. Aber Dumbledore hat sich vor 10 Minuten auf den Weg zum Zaubereiministerium nach London gemacht. Dann wird er es heute Nacht versuchen. Los, wir müssen was unternehmen. Und was ist mit Filch? Er beobachtet ständig den verbotenen Korridor. Wir müssen es einfach versuchen. Boah, ich hasse die Synchronstimme von Ron, ne? Nur mal so nebenbei. Puh, sieht ganz so aus, als hielte sich Filch heute Nacht irgendwo anders auf. Och, spielen wir das jetzt durch, oder was? Na gut, dann spielen wir es durch, so gut wir können. Hallo, Momora. Oh, und ein Frosch, da bin ich ja durch. Und eine Karte. Ah, jetzt. Sind wir das? Wer war denn das? Sah so aus, als wenn wir das gewesen wären. Nee,
Roderick Plumpton, 1989 bis 1987. Besucher des britischen Quidditch-Teams fing in 3,5 Sekunden den Schnatz und hielt somit den britischen Rekord. Ach ja, okay. Gut, ich würde sagen, wir gucken mal, wo wir hier rauskommen und wo wir und wie und was und wo in der nächsten Episode von Let's Play Harry Potter und der Stein der Weisen. Bis dann, tschüss.